Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um den DC Offset. Was das für ein Teil ist und was man noch damit machen kann, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir einfach mal los. So, dieser Teil ist jetzt relativ einfach. Das ist der DC Offset hier unten. Und das ist das ganze Device. Das hat einen Ausschalter, Presets. Oh, hat sogar. Hatte ich gar nicht vorher geguckt. Hier der Name, hier die Fernsteuerung, der DC und die Modulatoren. Und hier kann man was hoch und runter setzen. Ich habe hier einen Oszillator, den habe ich hier auf Vollbild gemacht. Keine Inspektor-Geschichten, deshalb mache ich den gerade mal zu. Und ja, das ist das Device. Zur Erklärung, was dieses Device überhaupt soll, dieses DC Offset. Und zwar wird das benutzt oder wurde das oder wird das benutzt von der analogen Digitalwandlung, weil das kann sein, dass bei wohl meist ein bisschen günstigerer Hardware, die von analog nach digital wandelt, die Stromspannungen nicht so ganz in Ordnung sind. Und um das mal zu verdeutlichen, habe ich jetzt hier mal so einen Sinus-Testton angemacht. Der sieht im Idealfall so aus. Das heißt, wenn er von analog nach digital gewandelt ist, dann haben wir hier diese Kurven und genau in der Mitte ist die Nulllinie. Und um die Nulllinie herum schlängelt sich die Sinuskurve. So, und bei billiger oder fehlerhafter Hardware oder einfach sehr ungünstigen Stromunterschieden versorgen, kann das sein, dass die Kurve hier so nach oben geschoben ist. Also dass gar nicht mehr die Nulllinie in der Mitte ist, sondern halt irgendwo anders. So oder so. Und wie man hier sehen kann, wenn ich das weiter runterschiebe, dann fängt das hier an zu klippen. Weil Digitales hat einen bestimmten definierten Raum, einen diskreten Raum. Dann ist irgendwann Feierabend. Das heißt, ich würde zum Beispiel so eine perfekte Sinuslinie zum Klippen bringen. Und dann hört die sich natürlich völlig anders an. So, und deshalb gibt es dieses DC Offset. So. Wer jetzt aber analog-digital wandelt, kann den DC Offset noch zu was anderem benutzen. Nämlich, man kann nämlich ja schöne Modulatoren hinzufügen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal so einen ganz einfachen LFO nehme und den dann hier einfach mal so ein bisschen modulieren lasse, hört man schon, dass da irgendwas geht. Machen wir hier den Oszillator an und wenn ich den LFO hier noch mal ein bisschen schneller mache, dann kann ich tatsächlich einen Sound erzeugen, 50 Hertz. So, kann natürlich hier auch auf Kilohertz umschalten. Machen wir vielleicht ein bisschen leiser. Und sehe jetzt, dass ich den durch das Hin- und Herschwingen ganz einfach Töne erzeugen lassen kann. Das ist im Prinzip auch so, wie eine Box funktioniert. Dieses Rein- und Rausschwingen der Chassis, der Kalotte, die Luft hin und her schiebt, das ist das Prinzip. Und im Prinzip habe ich hier jetzt einen Sounderzeuger. Und diesen Sounderzeuger kann ich jetzt hier auch noch weiter modulieren. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Classic LFO. Und nehmen jetzt mal zum Beispiel Viertel und eine Rechteckwelle, Bipolar. Dann schalten wir den normalen LFO wieder ein und modulieren hier diese Seite. Oder nehmen das hier, das ist ein bisschen schöner. Das heißt, ich kann einfach dadurch, dass ich quasi eine Luftbewegung erzeuge mit diesem DC Offset, kann ich mir meinen kleinen Synthesizer bauen. Könnte jetzt zum Beispiel wieder noch einen Classic LFO zum Beispiel reinnehmen. Und da mache ich jetzt nicht ein Viertel, sondern ein Halb.
nehme jetzt hier so eine Sägezahn und überlege mir jetzt, okay, kann ich hier noch was Schönes modulieren? Oder hier vielleicht noch was Schönes modulieren? Der hier sieht lustig aus. Den kann ich auch schneller machen. Lassen wir den mal auf ein Viertel. Ich glaube, das war okay. Den könnte man schneller machen. Und dann könnte man zum Beispiel jetzt auch nochmal... Hier sieht man schön die Kurve. Einen Reverb irgendwie nochmal dran basteln. Und jetzt könnte man nochmal gucken, okay. Was könnte man noch Schönes hier mit? Könnte jetzt diesen hier nochmal mit einem... Machen wir einen Random vielleicht? Ich bin kein so Riesenfan von Random. Auf 16. Bisschen gesmoothed. Macht jetzt nicht so den riesen Unterschied. Was haben wir denn noch Schönes an LFOs? Ein Vibrato könnte man nehmen. Oder nehmen wir nochmal einen Classic LFO und nehmen jetzt mal Triplets und das Ganze machen wir mal auf 64. Und nehmen nochmal hier den. Ah, der gefällt mir, der ist schön. Der bringt nochmal so eine richtig heftige Tiefe rein. Das sind sehr tiefe Frequenzen. Weiter runter kriegen wir den gar nicht. Können die Phase noch verändern? Bringt an der Stelle nichts. Er ist eh schon zu schnell. Dieser Random bringt irgendwie auch nicht wirklich was. Und machen wir eine Kopie von dem hier, aber nicht vielleicht mal mit 16 noch und gepunktet. Das könnte man vielleicht mit dem hier nochmal, aber nicht mit einer Rechteck, sondern so eine 16. ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Nehmen wir einfach mal eine Viertel. Vielleicht auch immer noch zu schnell.
Und so kann man das weiter treiben. Man muss das Device dann auch hier ausmachen, weil die LFOs, die laufen die ganze Zeit und treiben das an. Das heißt, es ist völlig unerheblich, ob hier der Play-Button gedrückt ist oder eben auch nicht, das Ding spielt. Ich habe mal für diesen Zweck, habe ich hier schon mal einen vorbereitet gehabt und den neuen Globals Modulator genommen. Dann habe ich das Device hier ausgemacht und mit dem Play das hier wieder angeschaltet. Das heißt, das ist der Zustand von hier. Das Ganze muss ich in einen Container reinmachen, damit ich überhaupt von außen quasi an den einen Ausschaltknopf komme. In den Container mache ich einfach, dass ich das anklicke und Steuerung G für Groupie drücke. Und dann nehme ich den neuen Globals Modulator von Bitwig 4 rein. Das ist hier aus, drücke hier auf Play und moduliere mir den hier an. So, und wenn ich jetzt Play drücke, dann gehen leider beide an. Ich muss den einen ausstellen. Oder ich kann natürlich auch beide laufen lassen. Und so kriege ich beide wieder aus. Das heißt, das wäre einfach nochmal eine zusätzliche Steuerung über den neuen Globals Modulator, dass ich das DC Offset anmachen kann. Also man kann hier durch die Verkettung mit mehreren LFOs schon recht interessante Sachen machen. Der hat jetzt hier bei dem einen, den ich hier hatte, jetzt ein bisschen wenig geknarzt. Bei dem anderen, den ich vorher hatte, da war der ein bisschen knarziger. Ich habe auch hinten dran nochmal einen Saturator gebaut und einen Blur und einen Reverb. Dann knarzt er natürlich auch ein bisschen besser. Und so kann man dann eine ziemlich klasse Atmosphäre schaffen für so einen Elektroraum oder Stromkasten oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, das war schon das ganze Tutorial. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch wenn es nur so ein Mini-Device ist und eigentlich zum Korrigieren von Fehlern, kann man damit jede Menge Spaß haben. So. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und kommentiert, was das Zeug hält. Schreibt mir einfach rein, was ihr denkt, was ihr macht, wer ihr seid, wo ihr hin wollt, wie viel Uhr es ist oder was auch immer. Ich würde mich über jeden Kommentar freuen und halt auch über, gerade über musikalische Kommentare sehr freuen, weil mich schon sehr interessiert, was ihr tut. Es sind eine ganze Menge Leute mittlerweile, versammeln sich hier, das finde ich total schön. Wir haben auch einen kleinen Discord-Server, der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt zahlreich, ihr müsst auch nicht auf Discord, wir sind auch auf sequencer.de, ist auch verlinkt in dem schönen Bitwig-Thread. Da kann man dann auch ein bisschen diskutieren. Und ja, lasst von euch hören und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Video, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.